Und hier in der Höhle sehen wir schon, es gibt ein neues Item. Ja, und das sehr bald. Und zwar müssen wir nur noch diesen Napp hier besiegen und dann. Oh, die Kapsel öffnet sich und wir bekommen einen Felsenpilz. Du wurdest zu Felsen, Mario. Schüttle die Wii-Fernbedienung, um über deine Gegner zu rollen. Das ist eine sehr epische Fähigkeit. Wuff, wir machen uns zum Felsen und walzen alles nieder. Der einzige Nachteil ist, wir können nicht sagen, jetzt will ich aus der Form raus, sondern müssen erst wogegen rollen. Und ihr merkt, wenn wir hier die Zäune, die gehen kaputt. Und wenn wir jetzt nochmal hier durchrollen, dann war's das. Und gut, der geht zwar irgendwann schon vorbei, aber das dauert dann genau so lange. Und in der Zeit ist man meistens schon dreimal gegen irgendeine Wand gerollt. Von daher. Naja. So, hier wäre es das erstmal. Haben wir da hinten noch so einen schönen Tod? Den sprechen wir doch mal erstmal an. Es war keiner der Meinung, dass dieses Ding kaputt zu kriegen ist. Ich kann nicht glauben, dass der Captain mir das aufgetragen hat. Harte Arbeit. Ja, glaube ich auch. Dann helfen wir doch mal. Wuff. Und noch mal. Buff. Yes. Und dafür kriegen wir die Kometenmünze. Wer hätte das bloß für möglich gehalten? Ja, eine der Kometenmünzen, die mal wirklich versteckt ist, wo man ein bisschen erkunden muss. Ansonsten sind die Kometenmünzen wirklich einfach zu finden. Und hier hinten haben wir Kegel. Das wird jetzt cool. Schaffen wir alle? 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 Nein! Ich bin mir nicht sicher, aber diese Stelle, wie gesagt, ich spiele schon zum dritten Mal, glaube ich, und ich habe noch nie geschafft, alle Kegel da abzuräumen. Geht das überhaupt? Also wenn ja, dann müsste man extrem gut sein, extrem mittig stehen. Nein, das war dumm. Jetzt killen wir erstmal hier ein paar Gegner. Zack. Das gibt schön viele Sternteile. Zack. Und auch die Felsen können wir überrollen. Frag mich nicht, wo da der Sinn liegt. Kleinere Felsen können größere kaputt machen. Naja. Meiner Ansicht nach nicht so logisch, aber wo ist das Spiel schon logisch, wollte ich sagen. Nee. Das war doof. Nee. Ja, bei denen muss man ein bisschen aufpassen. Weil so langsam, aber sicher, glaube ich, treffen wir keinen mehr, wenn wir jetzt. Ah, doch, den treffen wir und das war dumm. Naja, den kriegen wir auch so noch. Die Felsen kann man auch übrigens anders kaputt machen. Könnte ich gerade mal zeigen. Ihr seht ja diesen roten Punkt hier. Wenn wir den treffen mit einer Drehattacke, dann. Ne, dann killen wir uns selber. Ja, wir holen uns erstmal eine Münze und dann versuche ich es nochmal zu demonstrieren. Wenn es da nicht klappt, dann. Ja, gut. Indem wir alle Gegner gekillt haben, haben wir jetzt auch noch da hinten den Sternring freigelegt. So, jetzt probieren wir das hier nochmal. Und zwar genau jetzt. Ja, es klappt. Ich glaube, das ging auch schon in Super Mario Galaxy 1, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Naja, Luma. Wenn es knapp wird, schieße einfach ein Sternteil auf den schimmernden. Auf die schimmernden Punkte am Boden. Eine Münze wird erscheinen, die deine Lebenskraft wieder auffüllt. Ja, habe ich auch noch nie demonstriert. In Bosskämpfen ist das ziemlich hilfreich. Einfach solche Dinger anschießen und schon kriegt man eine Münze. So kann man sich auch mit Sternteilen ein bisschen Leben holen. Ja, das war dumm. Das hier sind die einzigen oder fast einzigen Dinger. Ich glaube sogar die einzigen, bis auf irgendwelche Wände eben, die wir nicht kaputt machen können mit unserem schönen. Ja, Goomba, nein, mit unserem schönen Mann und zum zweiten Mal. Ja, das ist der Nachteil. Man kann nicht aufhören. Man kann ab einer gewissen Geschwindigkeit kann man das Ding auch nicht mehr kontrollieren. Wie oft bin ich jetzt gestorben? Ich glaube, das ist erst das. Oh Gott, jetzt das Ganze hier nochmal. Es tut mir echt leid. Das war so nicht geplant. Und das ist mir bis jetzt auch zum ersten Mal hier in der Galaxie passiert, aber pff. Ah ja, mach mich kaputt, ist ja nicht wichtig oder so. Ja, gut, das war jetzt immerhin viele, die wir erwischt haben. Jetzt kommen wir die da noch und ja, genau.
wie auch immer man da hätte ausweichen sollen, zack, und Münze. Jetzt holen wir uns hier noch ein bisschen Leben, würde ich sagen. Das ist mir jetzt im Moment mal ein bisschen wichtiger als die Sternteile, weil die, das habe ich auch noch nie erzählt. Wenn man stirbt, die Sternteile bleiben. Allerdings, die Münzen werden zu null. Ja. Deshalb, wenn ihr mal irgendwo Münzen farmen wollt und dieses Spiel habt und einen Tipp braucht oder was auch immer, nehmt eine Galaxie, wo man nicht so leicht stirbt, weil dann bringt das unter Umständen eher weniger. So, aber jetzt können wir uns auch endlich mal wieder auf den Weg machen zum anderen Planeten und jetzt am besten nicht gegen den Kettenhund direkt. Zuerst mal den da umrollen. Nein, nicht Kettenhund. Alles nur kein Kettenhund. Eieiei. Also momentan. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt so oft gegen den, aber naja. Ja, hier oben ist zum Glück keiner und da war er schon wieder. Also da. Es hätte mich jetzt eigentlich nicht gewundert. Naja. Gehen wir einfach weiter, bevor wir nochmal sterben. Ja, und schon wieder ein Lumo, bei dem wir uns irgendwie auffrischen könnten, aber auch das lassen wir mal gekonnt bleiben. Denn wir schaffen den Endgegner hier auch so. Und zwar, was wird hier kommen? Ja. Frag mich nicht, was das darstellen soll. Eine Echse mit Felsenpanzer oder so. Zack. Wir müssen sie jedenfalls mal gehörig in den Hintern rammen. Aber richtig rein, ja. Und nur dann können wir an der. Können wir an seine verwundbare Stelle ran. So müssen wir warten und zack, mal wieder. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, doch, ja. Jetzt müssen wir warten, bis er zweimal an uns vorbei ist und dann ist er wieder so verwirrt und dann können wir ihn wieder mal rammen. So, und damit sind wir auch schon wieder bei der letzten Stufe. Jetzt müssen wir einfach dreimal warten. Eigentlich muss man immer nur geradeaus laufen, dann kann einem hier nichts passieren. Und nochmal und zack. Wunderbar, so muss das. Ja, wie gesagt, die Endgegner sind nicht schwer. Aber später. Es kommen Features dazu, die uns das Leben schön schwer machen werden. Und gerade an einer Stelle und alle die Leute, die Super Mario Galaxy 2 kennen, wissen das. Wird es nachher richtig happig. Aber naja, ich will nur anteasen, nicht spoilern. Von daher freut euch schon mal drauf. Und jetzt haben wir erstmal den Stern geholt. Rollo, die du aufkommen. Kollisionskurs, Kometenmünze. Das waren viele Sternteile. Noch ein paar Münzen. Ja, und ziemlich viele neue Welten. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen. Oh, du hast einen Felsen mitgebracht. Klasse, du hast es drauf. Ganz unter uns. Ich frage mich ernsthaft, wofür wir diesen ganzen Krempel hier sammeln. Mario, ein Brief für dich. Einladung. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Triff mich in der Wattewolkengalaxie und wir finden heraus, was du drauf hast, dein Wanderaffe. Ja, ich denke, ihr dürftet an der Stimme erkannt haben, wer das war. Also dann, bis zum nächsten Mal. Spiel gespeichert. Ja. Und damit, ja, das war unser beliebter Affe, dem ich einfach mal diese Kotzstimme gegeben habe, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Es ist spontan. Und ihr merkt, hier ist auf einmal ein neuer Stern dazugekommen. Hier oben. Und hier haben wir auch noch ein Symbol. Das heißt, anscheinend können wir hier gleich noch einen Stern holen. Schön. Und das nur dadurch getriggert, dass wir eben ein paar Sterne eingesammelt haben. Hüpf-Highscore mit dem Wanderaffen. Das, was jetzt gleich kommen wird, wird sehr lustig. Haben sie sich schön ausgedacht, die Entwickler, und diese Spielidee ist wirklich, 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 ich sag zu oft wirklich klasse. Egal. Ihr werdet es gleich sehen und könnt euch selbst ein Bild davon machen.
Erledige möglichst viele Gegner direkt hintereinander, um massig Bonuspunkte zu erhalten. Dreh dich in der Luft, bla bla bla. Jetzt habe ich überspult. Dreh dich in der Luft und nutze die Feinde als Trampolin, um den Boden so wenig wie möglich zu berühren. Vielleicht seht ihr es schon. Ich habe auf dich gewartet, ja. Hallo auch. Ich bin der legendäre Wanderaffe. Ein in allen Galaxien geachteter Spieleprofi. Bei diesem Spiel ist mein Highscore 10.000 Punkte. Die Regeln sind einfach. Du musst möglichst viele Gegner aus dem Weg räumen, um die Münzen zu sammeln. Und die Münzen sammeln. Wenn du über meine 10.000 Punkte kommst, gebe ich dir diesen Power Stern. Also spielst du mit? Natürlich. Dein Ziel sind 10.000 Punkte. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ja, und schon sind wir drin und müssen in 120 Sekunden die 10.000 Punkte sammeln. Das geht am einfachsten, indem wir so Kombos machen und auf möglichst viele Gegner in einem Sprung kommen, weil dann kriegen wir 300 Punkte als Maximum für jeden Gegner. Wenn wir einzeln draufspringen würden, immer nur 100. Dann noch ein kleines Secret hier hinten. Maxi-Pilz gibt 1000 Punkte. Sternteile geben 10, soweit ich das weiß. Und das war dumm. Ja, man sollte sich gelegentlich ein wenig mit. Ja, das war seltsam, aber es hat geklappt. Ja, Münzen geben auch noch ein paar Punkte und zwar 100. Und ja, jetzt gehen wir hier drauf und hier drauf. Und nochmal 300 und nochmal 300 und wunderbar, ja. Und nochmal. Ne, das war eine schlechte Combo. Und hier und hier und. Ne, der war nix. Ja, dankeschön. So, und jetzt haben wir ein bisschen weniger als die Hälfte der Zeit. Und deshalb müssen wir. Hier seht ihr schon, hier kann man übelst eine Combo machen. Nee, oh, was mache ich denn? Beim letzten Mal hat es besser geklappt, ich schwöre. Naja. 8500. Jetzt machen wir hier noch eine Über-Kombo. Ja, fängt schon gut an. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn wenn man einmal getroffen wird, dann. Ja, in der Luft wird man eigentlich generell eher weniger getroffen. Ja. Außer man baut so einen Müll. Ja. Zack, zack, zack. Ja, gut. Die Kombo ist jetzt zwar nicht so gut, aber. Hier kriegen wir auch nochmal ein paar Münzen. 10, 9, 8, dann noch ein kleiner Insider. Hier oben gibt es noch ein Leben. Das gibt auch nochmal 1000. Ich wollte eigentlich. Naja, egal. 13.700 sollte reichen. Fantastisch. 13.710 Punkte. Ich muss zugeben, dass du ein würdiger Gegner bist. Und als Beweis dafür gebe ich dir diesen Power Stern. Wie oft doch es in der deutschen Sprache vorkommt, also. Ne, bisschen viel. Porsche. Ja, dieses Spiel fand ich, wo ich es erstmal gespielt habe, durchaus spannend und auch gut eingebaut. Ist mal eine schöne Abwechslung zu dem alltäglichen. Wir laufen durchs Level, erledigen ein paar Gegner nebenbei und sammeln Sterne irgendwo ein. Hüpfe als mit dem Mannhafen. Galaxie komplett. Ja. Hier müssen wir jetzt auch nicht mehr hin. Da bist du ja wieder. Du hast bereits einige Powersterne gefunden, nicht wahr? Wir führen hier genau Buch darüber, wie viele du bereits mitgebracht hast. Schau dort, auf dem Schild neben dem Steuerrad kannst du es nachlesen. Die Liste wird dir auch bei der Jagd auf die übrigen Powersterne helfen. Also schau also häufiger mal nach. Spiel wurde gespeichert. Ja, exakt. Können wir hier mal ein bisschen drauf gucken? Und ihr seht schon hier, ja, hier die Galaxien haben wir komplett. Und ja, Kometenmünze überall. Und dadurch, dass wir hier keinen schwarzen Stern haben, wird halt angezeigt, muss hier nicht nochmal hin. Also bringt nichts, da nochmal hinzugehen. Hier mit schwarzen Sternen, das heißt, hier sollten wir am besten nochmal hingehen. Ja, und ja, das Spiel ist eigentlich relativ linear in sowas. Man kann zwar ein bisschen abwechseln, welche Galaxie geht man, aber. Im Endeffekt, wenn man alle Sterne sammelt, muss man halt auch alles machen. Wer hätte das bloß für möglich gehalten? Naja.